Wir steigen in eine Zeitmaschine und reisen in das Jahr 2018. Ihr sitzt gerade ganz gemütlich zu Hause auf eurem Sessel. Fortnite ist absolut in Hype und eure Freunde gehen gerade online nach der Schule. Draußen ist gerade Schnee, es wird kälter. Wir haben Dezember 2018, Season 7, Fortnite Chapter 1. Eure Kindheit wieder erweckt und wiederbelebt. Wir machen eine kleine Zeitreise. Ihr habt noch 2 Wins pro Tag geholt, weil das einfach noch so viel Spaß gemacht hat. Das Leben ist schön, ihr habt gratis Sachen bekommen. Damals noch keine Gratis-Skins, sowas haben wir damals nicht bekommen. Und deswegen springen wir in eine Zeitreise rein, Leute. Das ist zwar nur ein privater Server und hier auch natürlich die Warnung. Passt auf vor privaten Server, weil es gibt tatsächlich 2 private Server, unter anderem F-Mod und ERA. Beide Server, private Server, haben gerade so ein bisschen Shitstorm am Hals, weil die tatsächlich über Discord ein paar private Daten und Passwörter rausgefischt haben. Macht es immer nur, wenn ihr wirklich euch damit auskennt oder genießt einfach dieses Video. Und schreibt mal in die Kommentare rein, Leute. Was macht das mit euch? Welche Gefühle kommen gerade in euch hoch, wenn ihr das seht? Und ich muss sagen, es ist schon echt arschnostalgisch, diesen alten Battle Pass zu sehen. Merkt man tatsächlich, dass es irgendwie... Man merkt auf jeden Fall den krassen Stilunterschied, den Fortnite heutzutage mit im Menü hat, ne? Season endet in 3 Millionen Tagen, also bis zu Ende der Zeit werdet ihr immer in Chapter 1 stecken bleiben. Als damals Season 7 rauskam, habe ich auch schon diverse Kritiken gehört, dass die Skins super hässlich aussehen. Season 5 hatte natürlich den besseren Battle Pass und die Battle Pässe werden natürlich immer schlechter und schlechter. Zeitmaschine. Ich glaube, der einzige Skin, der damals wirklich gehypt war tatsächlich der Eiskönig. Beim Aufgabenmenü muss ich sagen, es ist heutzutage einfach komplett Banane geworden, ne? Ich glaube, das Aufgabenmenü bzw. die Aufgaben in Fortnite allgemein ist so ziemlich das meiste, was ich ignoriere, weil die Aufgaben... Ich starte eine Runde und die Aufgaben erledigen sich von alleine. Aber es ist auch die Zeit... Ja, was haben wir denn hier? Oh, ich habe hier bestimmt den Renegade Raider. Ja, ich habe den Renegade Raider. Let's go. Das ist aber nicht der Renegade Raider. Das ist ein viel seltener. Ne, damals, 2018, der Item Shop. Oh, da hat man sogar noch die Gratis-Lackierung bekommen. Ich erinnere mich an die Zeit. Damals gab es einen krassen Boost, als der Creator Code noch halbwegs neu war, konnten die Leute tatsächlich noch eine Waffenlackierung bekommen. Dann in der Zeit die Einnahmen dann auch in einen guten Zweck gespendet, damals an Kinderlachen und natürlich an den Deutschen Tierschutzbund. Ne? Hey Stani, ist der Creator Code schon seit der Zeit, der war relativ frisch tatsächlich. Der Creator Code existierte erst einen Monat und war sick. Ah, man kann nicht rennen. Oh mein Gott, man kann nicht rennen. Ne? Ich finde Fortnite heutzutage ohne Rennen, ohne Klettern, ohne nix. Es fühlt sich einfach komplett anders an. Ich glaube, ich könnte heutzutage kein altes Fortnite mehr spielen, weil mir diese Features einfach so essentiell fehlen würden. Und da gab es noch dann die Kalaschnikow und die war doch auch dreckig. So, erstmal Tastenbelegung. Zack. Och, das ist das Menü. Junge, ist dieses Menü hässlich. So, springen wir raus, Leute. Die Zeit ist gerade schön. Ihr habt ein schönes Leben. Schule ist gerade schön entspannt und ihr genießt eine wunderbare, geile Zeit. Aber es ist auch die Zeit, wo die Leute sich aufgeregt haben, dass die Schneegegend natürlich komplett ätzend ist. Es ist so weiß und Monte hat gesagt, er mag die nicht und deswegen wollten die Leute in jedem Update diese Schneegegend raus haben. Ach, das waren noch Zeiten. Ich erinnere mich noch an die ganzen Meckereien aus den damaligen Zeiten. Die Ziplines war der größte Bughaufen, den wir jemals hatten. Ich glaube, die Ziplines hatten ungefähr 20.000 Fehler und Bugs, die Leute entweder unsichtbar machten, unsterblich, manchmal ist man auch einfach runtergefallen, man ist gestorben, man konnte sich nicht draufhängen und. Die Dinger sind einfach komplett broken gewesen. Das ist ja, das habe ich ja ganz vergessen, dass es sich jemals so angehört hat. Ich habe ja komplett vergessen, dass es mal jemals ein anderes Geräusch hatte, ne? Crazy. In dieser Zeitreise, die wir jetzt erleben, Leute, im Jahre 2018, ist die Fortnite-Zeit noch ein bisschen unkomplizierter. Die Leute waren noch tatsächlich... Es fing schon so langsam an, dass die Leute unglücklicher wurden. Alles war immer irgendwie ein bisschen schlechter als vorher gefühlt, ne? Die Leute haben zum ersten Mal erlebt, was es heißt, wenn man ein Spiel vielleicht länger spielt und vielleicht der Spaß nicht unendlich anhält, was man vielleicht am Anfang gedacht hat. Und dann kamen natürlich auch immer mehr kontroverse Sachen, zum Beispiel Flugzeuge. Oh, das Schlimmste, was es damals gab. Guck mal, du kannst... Ich kann hier nicht hochklettern, ne? Ey, das ist so ein Rot... Ey, das ist so... Es ist so weird und ich bin gierig auf diesen Gegner, ja. Diese Sounds. Ja, das fühlt sich an wie 2018. Tja, natürlich haben wir jetzt mit Creative 2.0 auch so ein bisschen die alte Map bekommen, aber nach wie vor würde ich es einfach komplett feiern, wenn Epic Games selber mal in dieses Metier kommt, ne? Wenn Epic Games selber mal sagt, hey, wir wollen mal eine Zeitmaschine herausbringen.
in die alte Zeit reisen mit euch. Die alten Zeiten erleben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn Epic Games wirklich mal irgendwann sagt, wir gehen auf die alte Map, die werden nicht einfach nur das alte Spiel von damals starten. Die werden natürlich das in der neuesten Version machen. Sprich, mit neuester Engine, neueste Grafik, neuesten Menüelemente. Keine Frage, das Menü in der Mitte und so weiter, das wird alles weg sein und so weiter. Und das halt, wie es jetzt aussieht. Das Gameplay wird natürlich komplett angepasst sein mit Klettern, Rutschen, Springen, was auch immer. Und ich denke mal, dass sie das natürlich eins zu eins rüberbringen. Und den Loot Drop hat man damals auch nicht auf der Minimap gesehen. Ich brech gleich ab. Was machen diese Items mit euch, Chat? Was machen diese Items mit euch? Taschenriss und legendärer Revolver. Stimmt, früher hat man den Loot Drop angeschossen, da war er markiert. Genau, man hat dann damals den Loot Drop angeschossen, damit man quasi einen Marker hat oder sowas. Das waren... Und das waren... Ich finde, das sind gute Spiele. Ich finde, das sind gute Spiele, die nicht zu krass bauen gerade. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Der sweatet selbst auf einem privaten Server durch. Eiros, was ist mit dir los? Junge, wir sind auf einem privaten Server. Du brauchst nichts zu tun. Du brauchst hier nicht um deine Ehre zu... Alarm! Schließ die Augen! Dafür seid ihr nicht bereit, Leute. Ich glaube, damals Double Pump wurde, ist schon in Season 4, Season 5 komplett genervt. Logischerweise, weil viel zu krasse Meta. Viel zu OP. Ja. Ist sogar schlimmer als heutzutage tatsächlich. Okay, zweier Killround ist drinne. Und ja, klar, Nostalgie, Leute, ist immer geil. In alte Zeiten reinzuspringen, da zu erleben. Viele hatten damals ihr erstes Mal, für viele war Season 7 das allererste Mal Fortnite. Und die haben natürlich damit eine Menge positive Sachen in Erinnerung. Ne? Die hatten das erste Mal Weihnachten in Fortnite, haben ihre Gratis-Sachen bekommen, ihre epischen Wins geholt. Damals diese Spannung, dieses Adrenalin, einen Win zu holen. All das kannst du einfach nie mehr wiederholen. Klar, die Zeiten waren schön damals, aber man kann auch immer wieder durch sowas sehen, einfach auch, was sich weiterentwickelt hat. Welche kleine Gameplay-Änderungen und so weiter das Spiel einfach runterwirken lassen. Wenn man die alten Zeiten durchgeht, gab es auch natürlich sehr, sehr, sehr viele Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Die viel zu OP waren, zum Beispiel Flugzeuge. Wo sich natürlich auch die Leute sehr, sehr, sehr drüber aufgeregt haben. Zum Beispiel die Menge an Bugs mit den Ziplines und den Driftboards war phänomenal. Also die war wirklich, die Liste war komplett, die war so lang, diese Liste mit diesen Bugs. Gott, das Momentum mit dem Rift. Alter, das Momentum ist ja komplett broken. Die funktionieren. Zu meiner Linken sehen Sie das, die Depot. Die einzige Map-Änderung damals in Season 4. Und das hatte Menschen gereicht. Season 4, Fortnite, hatte gar nicht so viele Map-Änderungen, wie die Leute eigentlich manchmal glauben. Wir hatten kein neues Biom, gar nichts. Der einzige Ort, der sich geändert hat, war dieses Loch plus ein paar Meteoreinschläge. Aber die Leute waren happy damit. Ne? Was ist passiert, dass die Leute heutzutage zum Beispiel die komplette Dschungelzone bekommen? Komplettes Dschungelbiom und fast die Mitte, komplette, die 25% der Karte sich geändert haben. Und die Leute nach wie vor unhappy sind. Dass sie sagen, an der Map hat sich nichts geändert. Was ist da passiert? Es ist so verwirrend, eine Waffe Vor allen Dingen, es ist verwirrend, wenn ich mein Inventar aufrufe, dass er aufhört zu laufen. Das sind so Kleinigkeiten, die gerade voll triggern, an die man sich so sehr gewöhnt hat. Auch zum Beispiel, dass Waffen sich einsortieren in den richtigen Slot und so weiter. Ne? Das sind alles so Kleinigkeiten, die heutzutage einmal das Spiel komplett runter und flüssiger machen. Das ganze Gameplay flüssiger machen. Da werde ich schon angeschossen, okay. Hammer! Raus mit dir! Zurück zur Lobby. Wirklich, das merkt man jetzt, wenn man das einfach wieder spielt. Man merkt einfach, wie viele Items es gibt in dem Game. Hammer! Oh, sogar die Stachelfalle. Ich breche ab. Okay, ich habe eine Stachelfalle. Ja, man merkt einfach, wenn man jetzt in dieser Vergangenheit, in dieser Zeitmaschine steckt, Leute. Wie viele Spieler AFK sind. Zack, und raus. Wie viele Items damals einfach gab, ne? Wie viele unterschiedliche Waffen und Sachen man nutzen konnte. Der Lootpool war komplett wild. Baby! Oh, die schallgedämpfte Ska gab es auch. Ach, Junge, die Menge an Items hier ist verrückt. Aus dem Flugzeug?
Boah, der Ping ist ja mal ab. Der Ping ist ja mal katastrophal, ey. Wie gesagt, ich glaube, wenn Fortnite bzw. Epic Games jemals die alte Map wieder reinbringt in das Hauptgame, ich glaube, die werden einfach die neuesten Features reinsetzen. Kommst du mir nur so vor, oder sind die Waffen irgendwie absolut OP im Vergleich zu 2023? Ey, ich kann nicht sprinten und klettern, das ist so ein komisches Movement. Oh. Lol. Fischi, Alter, was machst du da? Tja, Fischi. Bad Bunny, du bist zurück zu... Also ich weiß, dass es ein privater Server ist, aber was die richtig gut hingekriegt haben, ist diese Simulation von den schlechten Spielern von damals. Ich habe so wirklich das Gefühl, es sind 1:1 die gleichen Spieler, die damals Season 7 gespielt haben. 2018, 2019, auch der Content damals. Natürlich war alles noch frisch, auch für mich. Es war noch so viel geiler, einfach nur unter die Map zu glitschen und daraus Content zu machen. Das kannst du heutzutage einfach nicht machen. Du kannst auch diese Zeit nicht holen. Und das ist auch nicht mal die Schuld von Fortnite. Es ist einfach die natürliche Entwicklung. Man hat natürlich schon nach 8 Jahren alles Mögliche gemacht. Na, 6, nicht 8. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Und da ist es natürlich schwierig, sich nochmal unter die Map zu glitschen und den Leuten zu sagen, hey, das ist voll spannend da drunter. Guck zu, da ist bestimmt voll was Lustiges und Interessantes. Nee. Aber damals war alles noch neu. Selbst in Season 7 2018 war noch alles neu. Es hat sich alles noch gut dynamisch angefühlt. Jede kleinste Änderung hat sich angefühlt wie eine komplette Weltveränderung. Und diese Zeiten solltet ihr immer im Herzen tragen. Es liegt nicht an Fortnite oder sowas, ne? Es ist natürlich was anderes, wenn du 6 Jahre lang dasselbe Spiel spielst, wo du alles erlebt hast, dass das natürlich noch irgendwie gleich interessant bleibt. Es ist natürlich super schwer hinzukriegen. Irgendwann pendelt sich das ein, irgendwann ist es immer so. Man kennt es halt einfach so, wie es war. So, man hat sich so ein schönes Türmchen gebaut. Und dann am besten noch in alle Richtungen so. Zack. Ne? Dann natürlich noch vorne stützen, hier auch. So an der Seite. Zack. Wobei man sagen muss, in Season 7 war das auch schon nicht mehr so gang und gäbe. Das war eher so Season 2 bis 5 Zeiten. Und dann hat man dieses schöne Schloss gebaut. Das ist das Game von 2018. Diese Audiovisualisierung macht mich auch kirre, ne? Ich habe mich schon so sehr daran gewöhnt, dass ich mit der Audiovisualisierung die Gegner sehe. Lol. Okay, es baut einfach nicht. Es baut nicht! Es hat nicht gebaut! Wenn ihr gerne mehr aus Chapter 1 aus der Vergangenheit sehen wollt, schreibt rein. Vielleicht mache ich noch eine Anleitung dazu, sei es im Short-Format oder was auch immer. Deswegen nicht verpassen, einen Abo-Button reinhauen. Würde mich freuen. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt noch ein Video über die Only-Up-Challenge. Dass wir dort mal ein paar Top-Zeiten knacken, könnt ihr auch gerne auschecken. Super witzig geworden, finde ich. Und gebt mir Flosse. Flop!